U-Talk vom BLV. Und heute haben wir drei Menschen dabei, die schon so lange in dem Sport sind, dass es schon fast verrückt ist. Das kann man gar nicht glauben, dass Menschen so lange an so einem Sport teilhaben und Spaß haben. Wir haben zum einen haben wir da die Dora Schad. Dora, vielleicht magst du dich mal vorstellen. Hallo, mein Name ist Dora Schad. Ich bin seit über 39 Jahren in der Fitnessbranche und fast so lange veranstalte ich auch schon Meisterschaften im Bodybuilding. Mein Mann war eigentlich der große Bodybuilder. Ich war immer die Geschäftsfrau hinten dran und mache jetzt alles so, wie er das auch noch machen würde heute, wenn er noch da wäre, weiter so. Ich bin im Verband sehr verbunden. Ich bin als Kampfrichterin, Profikampfrichterin seit über 25 Jahren, also schon überall dabei gewesen. Und deswegen bin ich auch diesem Verband sehr verbunden und der Sport gefällt mir sehr gut. Ja, mehr kann ich eigentlich dazu sagen. Ja, dann haben wir noch der Nächste in der Runde. Ich glaube, das ist auch der Jüngste in dem Fall. Fangen wir mit dem mal an, weil da passt der Link auch zum Bodybuilding hin. Und das ist der Stefan. Ja, grüß dich, servus miteinander. Ich bin der Stefan Häusler. Also ich mache jetzt seit 21 Jahren Bodybuilding oder Kraftsport. Und ja, betreibe seit 15 Jahren Fitnessstudios. Mittlerweile sind es 4 Stück. Und veranstalte seit 13 Jahren die Fränkische Bodybuilding-Meisterschaft. Das war in der Vergangenheit immer eine Konzerthalle in Bamberg. Und habe selber auch an Meisterschaften teilgenommen. Meine erste Meisterschaft war damals bei der NABBA tatsächlich, mit Sichtung und allem drum und dran. Und dann habe ich ab und zu mal auch Physikklasse gestartet beim DBV. Bin immer nur Vize geworden, so einen Titel habe ich leider nie geschafft. Ja, und dieses Jahr wollte ich Classic Bodybuilding starten, aber das ging ja in die Hose, wie wir alle wissen, weil die Meisterschaften nicht stattgefunden haben. Ja. Genau. Ja, und dann haben wir noch den Dritten im Bunde. Das ist der Heinz Olesch. Ich glaube, viele von euch kennen den. Den brauche ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber das machen wir jetzt trotzdem für die, die ihn nicht kennen sollten. Bitte schön, Heinz. Für mich jetzt halt ganz kurz, ja. Ich bin der Heinz Olesch. Ich kümmere mich aus dem Strongman-Bereich. Habe selber den Sport über 16 Jahre aktiv gemacht. Trainiere seit 40 Jahren. Macht den deutschen Kraftsport Strongman-Verband seit 2001, veranstalte Wettkämpfe seit 1999, früher für das DSF, für Eurosport, jetzt die Champions League für über 100 Länder, wird die aufgenommen, deutsche Meisterschaften. Wir machen praktisch vom Newcomer Cup bis zur Champions League quer durch die ganze Liga. Ja, so, das ist das Ganze. Wir trainieren halt ein bisschen schwerer als die Bodybuilder, sonst ist nicht viel Unterschied. Ja, das halte ich jetzt für ein Gerücht, aber das lassen wir einfach mal stehen. Das ist nicht das Thema von heute. Aber vielleicht können wir es noch ausdiskutieren nachher. Wir hatten ja, du hast gerade angesprochen, Stefan, schade war es, ne, dieses Jahr mit der Wettkampfsaison. Das hat uns ja irgendwie alle betroffen, die Dora weniger in diesem Jahr, weil sie die Herbstmeisterschaften veranstaltet. Und du hast dich auch selbst vorbereitet, glaube ich, fürs Frühjahr. Genau, ja. Ja, also letztendlich waren es dann halt zwei Sachen, die letztendlich flach gefallen sind. Eben die Vorbereitung, 16 Wochen hatte ich dann Diät gemacht, wo es dann fix war, dass die Fränkische Meisterschaft eben nicht veranstaltet wird, leider. Wir wären ja dieses Jahr das erste Mal in Lichtenfels gewesen, weil wir da die ganze Halle auch haben. Und da ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt hätten, was wir da alles so hätten machen können. Wir hätten auch den Verkauf besser machen können von den ganzen Sachen, weil so hat man immer von der Konzerthalle alles abkaufen müssen. Das wäre da schon besser gewesen. Ja, aber gut, so ist es ja gekommen. Ich habe bis zum letzten Tag gehofft, dass es doch noch stattfindet. Aber letztendlich war dann die Vorbereitung für den Arsch und ja, die Meisterschaft auch. Ja, das kann man so sagen. Jetzt hast du natürlich, du bist dann auch direkt raus aus der Diät, wie du. Also ich habe noch so ein Fotoshooting gehabt, die kennt ihr wahrscheinlich viele, die Joko-Style. Das habe ich schon gebucht gehabt, aber leider eigentlich erst zur Bayerischen Meisterschaft, weil das meine, also
wollte ich auf jeden Fall mitmachen. Wollte ich die Ostdeutsche mitmachen und die Bayerische Meisterschaft mitmachen. In der Classic Bodybuilding 1. Und dann habe ich diesen Termin an der Bayerischen gehabt und ich konnte den zum Glück vorverlegen dann. Nach 2 Wochen, nachdem die ganze Sache abgesagt wurde vom DBV, die ganzen Meisterschaften, habe ich noch 2 Wochen Diät gemacht und habe dann dieses Fotoshooting halt noch gemacht, zumindest etwas. Sonst hättest du noch 2 Wochen länger Diät machen müssen, wenn du das Fotoshooting nicht mit dem Termin hättest verlegen können. Ja, ich hätte noch länger machen müssen, also viel länger machen müssen. Ich glaube, 6 Wochen hätte ich noch Diät machen müssen bis zur Bayerischen. Ich glaube, das hätte ich nicht mehr gemacht, ey. Habt ihr das schon mal gesehen? Der dieses Yuku-Style oder wie das heißt, der macht sowieso Gladiatorenbilder, sieht das aus, ne? Ja, ja. So Römer und Gladiatoren, irgendwie so ein Style, ne? Ich glaube nicht. Ja. Musst du mal beim Stefan auf dem Profil schauen, auf dem Instagram. Das ist doch kein Thema, Stefan. Jetzt bleibst du in Form und dann gehst du im Herbst auf die internationale Bayerische. Weil wir haben ja alle, ne, positiv denken und hoffen, dass wir die internationale Bayerische machen können. Also ich hoffe es auch, dass es stattfindet und tatsächlich, ich glaube wie viele andere, ich habe jetzt auch mit vielen anderen schon geschrieben, also irgendwie glaube ich so ein bisschen in Form bleibt jeder ein bisschen, weil jeder irgendwie hofft, der jetzt früher da teilnehmen wollte, der eskaliert jetzt nicht. Also ich glaube, wenn es im Herbst stattfindet, dann wird es richtig voll von den Leuten her, weil echt viele dann ja nicht mehr so lange Diät machen müssen, also ich habe das eigentlich auch recht gut zu halten. Es war ja auch jetzt gerade das Wetter. Ich habe viel joggen, viel laufen, spazieren und so weiter. Und ja, ich meine, gut, du musst halt ein bisschen dich zusammenreißen daheim, wenn dir langweilig ist. Und weil ich denke schon ständig an das Wetter daheim. Ne? Und habe nichts zu tun. Also meine Frau hat mir so einen Zettel im Kühlschrank gehängt. Du hast nur Langeweile, hör auf zu fressen. So. Das hast du ja auch schön gepostet. Ja, so ist es aber wirklich, ne? Jetzt bei mir aber nicht. Trotzdem kocht er noch gerne. Jeden Tag hat er was. Nee, seit wir ein bisschen gelästert haben, hat er es dann ein wenig eingestellt. Aber so hat er ja jeden Tag sein Gericht, was er gekocht hat, gepostet. Du, das ist aber das, was ich da gezeigt habe, das war alles von der Qualität. Martina Olesch wäre stolz auf mich. Vielleicht bis auf die Nudeln, die Teigware, die drin war. Sonst. Die Krautwickel? Krautwickel ist super. Tatar, Kraut. Mit einer Tatar ist okay. Da ist nichts drin. Die Soße, die da rauskommt, ist wirklich nur vom Tatar, das was ausgebraten ist, mit ein bisschen Wasser aufgeschüttet. Und so mache ich diese ganzen Gerichte. Also die sind absolut hochwertig. Oder meine Frau vielmehr. Ich sagen, gib es gar nicht so an, dass du das alles machst. Und 20 Mal koche ich einmal oder anderthalb Mal. Den Rest machst du. Das Einzige, was ich halt ein bisschen Angst habe, dass wir zu kurzfristig Bescheid bekommen, ob wir veranstalten dürfen oder nicht. Das ja. ist das Einzige. Also ich bin total positiv eingestellt und sage, November, 7. November ist eine lange Zeit. Ich denke mal, so ab Oktober werden langsam diese Versammlungen wieder angehen dürfen, nach dem Oktoberfest. Das ist ja immer Ende September, ne, glaube ich, Mitte bis Ende Oktober aus, Anfang, Ende September. Ja. Und ich denke, also ab Oktober an ist, aber dann ist es halt immer noch die Frage, Stefan, weil du sagst, es kommen viele, wo mitmachen. Wir hoffen das. Ja, wie viele das ist auch anders dürfen, ja. Und sagen, du, das ist mal zu kurzfristig, ne? Ja, das ist ja das, was im Vorgespräch, wo wir vorhin gerade gesprochen haben, das ist auch das, was der Heinz gesagt hat. Da hat er ja auch das gleiche Thema bei den Strongman Cups, die er jetzt macht. Ne? Wenn die jetzt morgen sagen, Heinz, wie ist das? Wo siehst du das Thema da drin? Ja, ich meine, das Hauptproblem ist halt, die Studios müssen erstmal aufmachen. Solange die Studios geschlossen sind, kann keiner trainieren oder die wenigsten, meine paar haben das Glück, dass zu Hause trainieren können, aber wenn die Athleten nicht trainieren können, brauchen wir auch keine Wettkämpfe machen. Das heißt, die werden gar nicht ihre Leistung bringen können von heute auf morgen. Die müssen erstmal eine Zeit lang. Weil normalerweise sind wir ja in der Wettkampfsaison drin. Bei uns geht es ja los. Meistens im März mit den ersten Wettkämpfen. Ich war ja voll in der Vorbereitung auf die FIBO. Die ganzen Flüge für die internationalen Athleten, alles war schon gebucht. Es war ja alles schon startklar für die FIBO, für das Strongman Camp. Wir haben schon wieder über 100 Athleten gemeldet gehabt. Und jetzt ist halt alles auf Eis und wenn man dann hört, ja, Großveranstaltung erst ab Ende August, da ist unsere Saison eigentlich gelaufen. Wir haben ein normales Finale im September für die zweite Liga,
wir haben es geplant für die dritte Liga und die deutsche Meisterschaft. Aber wenn ich vorher keine Wettkämpfe machen kann, dann habe ich keine Qualifikation und gar nichts. Das nächste ist dann die FIBO im Oktober, wo ich immer noch drauf hoffe. Aber wenn das Oktoberfest abgesagt wird, es geht bis an Oktober, ob dann das erste Oktoberwochenende die FIBO stattfindet, da habe ich jetzt auch schon wieder meine Zweifel und dann ist unsere Saison komplett zerrissen. Ich meine, wir hätten dieses Jahr mit der dritten Liga bis auf zur Champions League das erste Mal die 30-Marke von Wettkämpfen geknackt. Das heißt 30 Wettkämpfe, das ist eine Hausnummer und wenn das alles jetzt brach liegt, ist eine Katastrophe für uns. Ja, das glaube ich gern. Wie lang außerhalb des wirtschaftlichen Themas und dieser ganzen Frust, das da passiert bei den Athleten, wie lang braucht man denn als Strongman, um sich auf einen Wettkampf vorbereiten zu können? Wenn also jetzt heute ein Studio öffnet, ich meine, der baut ja nicht ganz ab, aber jetzt unterstellen wir mal, die haben jetzt irgendwie 10 Wochen nicht trainiert. Wie lange brauchen die denn, bis die wieder in Form sind, dass man... Also ich würde sagen, bis er einigermaßen wieder auf einem Level ist, dauert es mindestens 6 Wochen, eher 8. Aber bis er dann bei den Disziplinen wieder richtig drin ist, sind es eher, also sagen wir, wenn einer sich für die deutsche Meisterschaft vorbereitet, für einen wichtigen Wettkampf, braucht es mindestens 3 Monate. Dann ist Weihnachten, gell? Ja. Dann fängst du praktisch, dann müsstest du... Ja, darum sehe ich halt wahrscheinlich so Drittliga-Cups, diese ganzen Newcomer-Einsteiger-Cups, da sehe ich nur eher die Chance, dass wir die machen können, weil die machen ja viel aus dem Training raus, aber dann, wenn es raufgeht in die zweite und erste Liga, wo halt natürlich das Niveau brutal hoch ist, da ist schwierig. Da kann man nicht innerhalb von 6 Wochen, ja, jetzt machen wir die deutsche Meisterschaft. Das geht nicht. Ich meine, der Bodybuilder, der braucht ja auch mindestens 10 Wochen, bis er in Form ist, vielleicht sogar noch länger. Ja, das ist die Frage. Wie seht ihr das? Weil Dora, jetzt, du bist ja dann im Grunde die Nächste, die veranstaltet. Mhm. Ne, mit der Internationalen Bayerischen. Dann haben wir jetzt dann machen die Studios jetzt. Ist ja, im Grunde ist es ja die gleiche Situation, ist ja ähnlich, ne? Ja, das ist im Grunde das Allergleiche. Wir hoffen dann, dass das auch alles mit den Hallen und alles so passt, wie die ganzen Meisterschaften. Ich weiß ja nicht, wie die Hallen dann aufmachen und so weiter. Und ich hänge ja an der Deutschen dran. Ich muss ja immer meinen Termin nach der Deutschen liegen, ne? Wie die Deutsche liegt ist. Genau, brauchst immer eine Woche oder mindestens Vorlauf, Minimum. Also wir haben ja nun mal 2 Wochen, das mal wären wir ja so fast 3 Wochen sogar, 2,5 Wochen, glaube ich. Aber wie gesagt, das steht alles in die Sterne. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, okay, sagen wir mal jetzt alles gut gerechnet, am spätesten Ende Mai dürfen die Studios wieder öffnen. Und es passiert keine zweite Welle. Ne? Dann würde alles noch schön in Termin reinpassen. Dann kann sich jeder noch schön vorbereiten. Ja. Weil dann haben wir Juni, Juli, August, September, Oktober, 5 Monate. Die meisten machen sowieso immer bis zum Juli, August nichts und dann ziehen sie an, für die Bayerische jetzt gesagt. Gehen vielleicht vorher noch auf eine Newcomer. Aber wie gesagt, die Studios öffnen, bin ich dem guten Glauben, allerspätestens Ende des Monats. Das glaube ich auch. Ich bin ja gespannt, wie sie es machen wollen. Schweiz macht auf, Österreich macht am 29. auf. Tschechien, alle möglichen machen eigentlich jetzt auf. Die machen jetzt alle auf. Tschechien hat schon auf, ne? Wenn wir alle, oder ab nächste Woche, ne? Ja. Und ich denke, da ziehen wir hinterher. Aber was haben die für Konzepte in den Studios? Weil die machen ja rum mit Masken trainieren, mit Desinfektion, mit Abstand halten. Was ist denn da der Plan? Ich meine, wenn einer ein paar hundert Mitglieder hat. Ich denke mal, was ich mir vorstelle, ist, dass sie das bei uns machen, pro Quadrat, heißt ja immer, glaube ich, 20. Genau, eine Person bei 20 Quadratmetern. Bitte? Eine Person für 20 Quadratmeter. Ja. Also dann heißt es trainieren mit Terminen. Da geht trainieren nur noch mit Terminen. Meine 24-Stunden-Studio kann ich auch zusperren in dem Sinn. Kann ich auch nicht 24 Stunden. Ja, kann ich das Ganze auch nicht zulassen? Das kann man ja machen. Wenn 500 die Hauptschubzeit ist zwischen 17 und 20 Uhr, da will natürlich jeder trainieren. Weil wer kann schon unterm Tag trainieren? Das sind ja die wenigsten. Ja. Und ich habe eigentlich viel Schichtarbeiter.
Also ich sehe, meine Leute kommen entweder um 22 Uhr, wenn die Schicht zu Ende ist, oder sie kommen früh um 6.15 Uhr. Also ich kann dir auch meine Leute sagen, oder Mittag um 14 Uhr. Also ich kann dir auch meine Leute sagen, was die für Schichten haben. Und ich weiß auch nicht, wie das gehen soll, wenn die Hauptzeit, wie du sagst, bei mir geht die Hauptzeit um 16 Uhr los. Ja. Aber wie viel Quadratmeter hast denn du, Dora? Also reine Trainingsfläche habe ich, glaube ich, sind 400. Naja, dann gehst du 20 Leute rein. 20 Leute. Oh. Ja, aber wenn du jetzt 400 Mitglieder hast, wie willst du die durchschleusen die ganze Woche? Da kann man auch einmal trainieren. Okay. Ja, musst halt, also eigentlich musst du jemanden einstellen oder jemanden haben, der telefonisch Termine vereinbart. Weil natürlich, wenn die kommen und dann stellen sie sich, müssen sie sich eineinhalb Stunden vor die Tür stellen, bis der nächste reinkommt, das macht keinen Arsch mehr. Weißt du, da sind jetzt 20 Mann drinnen, es kommen 5, dann sage ich, in 10 Minuten gehen 5, dann kommen aber schon wieder 5. Wenn der eine nochmal weggeht, das geht nicht. Also ich denke mal, wir müssen es machen, wie diese Crossfitler das machen. Die beim Crossfit musst du ja auch deine Stunden über E-Mail buchen. Und das müssen die auch machen. Also, aber glaubst du, dass die Mitglieder da alle mitmachen? Ja, ich denke schon. Also ich meine, ich bin echt sehr stolz auf meine Mitglieder. Bis jetzt habe ich keinen Murren und keinen Mähen. Ja. Und waren jetzt auch, ein paar sind natürlich vorbeigefahren, um nochmal zu schauen, ob jemand da ist oder sonstiges. Und also sie wissen alle. Und die Älteren, glaube ich, kommen sowieso weniger, weil die mit denen, wo ich telefonisch gesprochen habe, die haben alle Angst. Also meine Vormittag, meine Älterenherrschaften, die haben eigentlich alle Angst, da noch rauszugehen. Das wird sich noch eine Zeit lang dauern, bis die wirklich ins Training kommen. Wisst ihr, was ich glaube, dass das für uns in einer gewissen Weise vielleicht gar nicht so schlecht ist? Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt ist, bei der Dora weiß es ja eigentlich. Da gibt es ja diese ganzen Discount-Studios trotzdem außenrum. Und diese Discount-Studios haben ja trotzdem Tausende von Mitgliedern. Also jetzt bin ich bei mir CleverFit oder MacFit.C, die haben bei 4.000 bis 9.000 Mitglieder, also richtig viele. Also die haben richtig Probleme, weil also das geht ja bei denen gar nicht. Also wenn du da trainieren willst, musst du wahrscheinlich wirklich eine Woche warten. Also ich glaube, dass in den Discount-Studios viele Leute sagen, das tue ich mir nicht an, ich gehe da jetzt nicht hin und warte da eine halbe Woche oder ein paar Tage, bis ich mal endlich trainieren kann und die dann vielleicht doch in so kleinere Studios kommen wie zu uns. Ja, ich denke, das könnte schon sein, dass die familiäre Linie wieder weggehen. Ja. Ich denke, als Auflage vielleicht Maske. Man muss halt mindestens alle Stunde mit Desinfektion über die Geräte drüber gehen, an die Griffe und so weiter. Habt ihr euch schon Desinfektionsmittel besorgt? Das ist eine Frage. Aber ich denke mal, das werden die Auflagen sein, mindestens alle Stunde über die Geräte drüber zu gehen mit Desinfektion. Darauf achten, dass der Abstand ist. Und ich meine, ich habe das mal die Woche abgelaufen. Also der Abstand ist ja immer 1,5 bis 2 Meter von einer Maschine. Wenn ich schon an der Butterfly denke, wenn ich das Ding, also ich habe immer 2 Schritte gemacht. Es geht natürlich dann weiterhin, wenn ich dann jetzt wieder angucke, bei den Flachbänken und bei den Kurzhanteln, da muss man halt dann aufpassen. Ne? Du weißt aber schon, dass deine Schritte andere sind als im Heinz sein und mit deinen kleinen Schritten hast du vielleicht weniger Abstand. Das kann möglich sein. Also, ich meine, es wird wahrscheinlich gehen, da muss man vielleicht darauf achten, dass diese eine Maschine jetzt dann nicht besetzt ist, dass man dann die übernächste nimmt. Es wird natürlich sehr aufwendig, aber ich glaube, also ich persönlich sage, ich nehme das gerne in Kauf, wenn meine Leute da kommen können. Aber ich muss trotzdem sagen, Dora, ich glaube, dass das ewig trotzdem auch nicht geht. Also wenn die jetzt sagen, die wollen das bis Ende des Jahres so haben, ey, vor Ort, da regen sich die Leute auf. Ja, 100%. Irgendwann sagen sie, den Scheiß machen wir nicht mehr mit. Das glaube ich schon. Also jetzt geht es vielleicht 1-2 Monate. Wenn du so ein Ende in Sicht hast, irgendwie, dass du sagst, okay, das überbrücken wir jetzt noch irgendwie, aber ich glaube, wenn die bis Ende des Jahres sagen, ey, dann bleiben wirklich nur die da, die wirklich hundertprozentig trainieren wollen, und das wissen wir ja selber, die, wo hundertprozentig trainieren wollen, von denen kannst du nicht leben. Ne? Ich finde, es ist ja schon mal gut, dass mittlerweile die Situation so ist bei den Menschen, dass man Dinge in Frage stellen kann. Wenn du vor 4 Wochen oder irgendwas das Thema in Frage gestellt hättest und gesagt hättest, Mensch, man kann ja bald wieder aufmachen oder so, dann hätten die dich auf den Scheiterhaufen gepackt.
Das war ja ganz schlimm, diese Hysterie. Ich finde, das flacht auch ein bisschen jetzt mittlerweile ab. Es wird besser wieder. Also die Menschen sind wieder normaler. Aber die Angst haben schon ganz schön verbreitet. Das haben schon gut gemacht. Ja. Jeder hat Angst. Und die Zustimmung ist ja brutal da. Ja, es muss ja noch länger geschlossen werden. Ich meine, diejenigen, die ihre Kohle jetzt Monat bekommen, die reden sie leicht. Aber wenn man selbstständig ist oder Unternehmer oder keine Ahnung, dann ist es eine andere Geschichte mit dem Daumen geschlossen halten. Man muss schauen, wie man wieder runter kommt. Es reden sich schon sehr viele sehr leicht. Aber ich glaube auch, dass irgendwann werden sagen, ja, was ist jetzt los? Ich meine, man braucht nur nach Schweden schauen, da sind alle Millionen Leute gestorben. Die haben die Kitas, die haben alles auf, die machen alles, die machen Sport im Freien. Da sterben die auch nicht weg jeden Tag, 5000 Leute. Wo ist es? Also, und es ist ja ein Fakt, jeden, wo es bis jetzt obduziert haben oder sonst was, jeder hat ja eine Vorerkrankung. Es ist noch nie ein komplett gesunder gestorben. Ja. Das ist Panikmache nach meiner Ansicht. Wir haben auch dann reden wir über New York. Also du hörst ja, Amerika hörst ja nur New York. Du hörst nichts über Chicago, Los Angeles, Miami Beach, nichts. Du hörst ja nur New York. Von allen 5000 Städten gibt es nur diese Stadt. Also man hört nichts über die Sachen, wie es in Dänemark läuft oder wie es in Schweden läuft. Das ist auch so viel wie nichts. Stefan, also, dass die Medien das machen, das wissen wir doch auch in allem schon. Ja, die Medien steuern doch alles. Ja, es gibt ja jetzt auch keine Greta mehr. Es ist aber auch ein Job. Die müssen ja die reißerischen Schlagzeilen haben. In Australien gegeben. Ja. Bitte? Ich sage, das ist ja auch der Medien ihren Job. Wenn die keine reißerischen Schlagzeilen hat, wer liest denn das Käseblatt? So ist es. Wer schaut denn den normalen Sender noch an? Ja. Am liebsten wird von den jungen Leuten RTL angeschaut, weil der immer negativ macht. Negativ ist immer interessanter wie positiv, die Nachrichten. Wenn ihr andauernd alles Gute hört, ist doch langweilig. Ich sehe gerade was richtig Cooles. Seht ihr das auch? Wem fällt denn das auf? Das, kennt ihr das? Ich sehe was du nicht siehst. Das haben wir als Kinder immer gespielt, das Spiel. Die Freiheitsstatue. Also beim Heinz Ohlisch kann es nicht sein, weil bei der kennt man nicht. Nee, und zwar beim, so ist es gleich. Beim Stefan Häusler ist im Hintergrund, ist das von der Bayerischen Meisterschaft? Total. Ja. Habe ich mir jetzt extra reingestellt als Andenken. Jetzt will er schleimen. Ja, Solidarität. Weißt du, dass deine Platzierungen besser werden im Herbst, oder wie? Ja. Hast du nicht nötig, ne, Stefan? Hä? Hast du nicht nötig, ne? Keine Ahnung, ey. Irgendwann in einem Monat habe ich das alles nötig, wahrscheinlich weitergehen. Ja, wir leben auf jeden Fall in der verrückten Zeit mit diesen ganzen Reglementierungen. Hätte ich vor ein paar Monaten keiner träumen lassen. Ach. Ich bin mal gespannt, wenn die Pflichtimpfung rausbringen sollten. Also, das finde ich das Krasseste überhaupt eigentlich. Ja. Wenn sie die rausbringen sollten, Stefan, ich habe es nicht ganz verstanden. Die Pflichtimpfung, wenn sie die rausbringen wollen. Okay. Also das fand ich aus. Ja. Ich bin noch nicht mal ich bin gegen gar nichts geimpft. Ist das schlimm? Ja. Und das schon seit... Wenn du eine Zecke hast... Wenn du gestorben bist, bist du ohne Impfung gestorben. Ja, ich finde es auch ganz schlimm. Wenn wir jetzt mal... Wenn im Mai also die Studios aufmachen, dann sagt ihr Ende Mai jetzt, dann wäre es so, dass ich glaube, dann würde das noch schaffen. Für die Bodybuilding-Herbstsaison würde das auf alle Fälle ausreichen. Ich glaube, dass das klassenabhängig ist. Wenn du eine Bikini-Frau hast, weil die wollen ja auch sich verbessern alle, eine Bikini-Frau, ein Leichtgewichtler, Mittelgewichtler, Klassikathlet, Physik und so weiter, da geht sich das ganz gut aus, glaube ich noch. Ich glaube, bei denen, die dann eher Probleme haben, da sind eine vernünftige Form und Masse, wie sie es haben wollen, auf die Bühne bringen. Das ist dann im Schwergewicht, ich sag mal so, alles überhalb von 80, 90 Kilo. Da kann man gespannt sein, wie die Leute aussehen im Herbst. Ob sie sich verändert haben. Wie der Nico, der Backhofer, letztes Mal gesagt hat, für ihn ist das Herbst nicht drinnen. Er hat keine Möglichkeiten zum Trainieren, also Schwergewichtler.
Ach, der hat jetzt nach dem, übrigens, der hat nach dem YouTube-Video, hat sich jemand beim Nico gemeldet. Der hat eine Werkstatt, der hat da Geräte reingestellt und der Nico kann da hinfahren zum Trainieren, privat. Super. Ja. Das ist gut. Ja, dann kann er vielleicht doch im Herbst. Er hat mich dann angeschrieben, hat sich gefreut wie ein Kind. Finde ich schon toll, dass sowas noch gibt. Also, ja. Das finde ich krass. Heinz, wie schaut das bei dir aus? Wäre das für dich auch dann alles machbar oder für eure Athleten, wenn Ende Mai die Heiligen Hallen? Dann wäre es kein Problem. Ich meine, es kommt ja dann darauf an, wann man auch wieder so Wettkämpfe machen kann in den Studios, weil wir haben ja auch etliche Drittliga-Cups in so Crossfit-Boxen. Da kommt es ja darauf an, wie viele Leute dürfen rein. Aber wenn die im Juni, wenn die wieder trainieren können, dann könnte man schon im August damit rechnen, dass man ein paar so kleine Wettkämpfe machen, wenn es erlaubt ist. Das ist ja das Nächste. Man weiß ja nicht, wie viele Leute auf einmal irgendwo sein dürfen. Dürfen Zuschauer da sein? Müssen die 1,50 Meter auseinanderstehen? Es ist alles, man ist ja genauso dann im Herbst bei der Meisterschaft, müssten die alle 1,50 Meter auseinandersitzen. Wie ist denn hinten bei den Athleten, Backstage-Bereich, bei uns ist ja auch so im Aufwärmzelt, wenn da 40 Athleten sind, da wird es ganz schön eng. Keine Ahnung, wie da die Entwicklung ist, aber das ist halt, wie gesagt, nur Spekulation. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Zeit. Weißt du, was ich mich da gefragt habe? Mit diesem, gerade dieses Thema, was du angesprochen hast, wie schaut es aus mit den Athleten? Ich meine, die müssen ja auch auf der Bühne 1,50 Meter auseinanderstehen und mehr. Naja. Oder hinter der Bühne. Und dann habe ich mich gefragt, fangen die an mit der Bundesliga und spielen schon, wollen schon anfangen mit dem Spielen, Geisterspiele? Ich meine, die haben ja Kontakt, die haben ja richtig Körperkontakt. Wie soll das funktionieren? Ja, aber die sollen ja dauernd in Quarantäne und werden angeblich dauernd getestet. Die haben ja mit keiner mehr Kontakt. Also wenn sie das so durchziehen wollen jetzt. Nee, die haben mit keinem mehr Kontakt. Die sehen nie mehr ihre Eltern, solange die... Also solange die Saison ist, sollen die nur noch zu Hause sein oder im Trainingscamp, aber mit keinen anderen Leuten Kontakt haben. Naja. Nur das Umfeld Fußball. Ich glaube nicht, dass das durchgeht. Weil das ist ja Kontaktsport. Das sieht ja nochmal anders aus. Ja. Also wir müssen dann auch eine ganz breite Halle haben, um die ganzen Athleten mit 50 auseinanderzustellen. Und die Kampfrichter, die können wir auch aufteilen. Auch. Ja, ja. Wenn du 20 Bikinis drauf hast oder Men's Physik, wir müssten die aufteilen mit 1,50 Meter Abstand oder wie die noch auf die Bühne gehen. Aber wie gesagt, die haben wir noch nicht einmal Kontakt, wie du schon sagst, Lambert, aber ich kenne etliche, die haben also Kampfsportschulen, bei denen ist es eine totale Katastrophe. Die sagen, die wissen ja gar nicht, was machen sollen, weil ich meine, die berühren sich ja immer. Die Ringer, die Boxer, egal was die machen, ich habe etliche, die machen so Vollkontakt, da ist ja eine totale Katastrophe. Das habe ich ja auch, ich habe jetzt Kickboxen drinnen und jetzt Jiu-Jitsu drinnen und die wissen, ich glaube auch nicht, dass das schon freigegeben wird. Die ganzen Gruppentraining wird noch nicht freigegeben, glaube ich nicht. Das wird das Letzte sein, was freigegeben wird. In der Schweiz ist es so, dass die Gruppentraining machen dürfen, bis maximal inklusive Trainer mit 5 Personen. Ja, ich meine, Kickboxen geht es los ab 25 Personen in der Gruppe noch. Ja. Also das heißt, da müssen wir dann eine Stunde machen vielleicht. Ja, sind auch bei Unkosten für mich dann, ne? Aber ich glaube, die meinen ja Gruppentraining wie so ein Milo und Zirkel oder keine Ahnung, wie das Ganze heißt. Sowas, dass die halt im Zirkel noch trainieren, aber ich glaube nicht, dass die ringen oder sonst was, also wo die totalen Körperkontakt haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Wahrscheinlich. Außer die zwei, die kämpfen, die sind auch immer in Quarantäne zusammen. Ja, aber wir sollten das durchziehen, das ist ja Wahnsinn. Scheiße, jetzt bin ich mit dem zusammen, ey. Die kann ich überhaupt nicht leiden, das sind die zwei Wochen. Wir hauen die wenigstens richtig auf die Fresse dann, dass wir davon ausgehen. Das können wir ja auch machen. Wir können schon die Startnummern verlosen für die Meisterschaften und könnten die immer zusammen nebeneinander stehen. Immer. Überhaupt. Dann lass doch mal ein Bodybuilder und eine Bikini-Frau in die Karate. Und dann 4 Stück packen wir immer eine Wohngemeinschaft. Ja, wir machen so ein Bodybuilding-Show. Wie so, also halt ja, wie Berlin, Tag und Nacht. Wie Big Brother. In der WG. Ja, wie Big Brother. Sowas machen wir. Jawohl, das ist doch eine Idee. Neuer Werbegag. Es sind ja eh alle daheim. Kannst du das Werkzeug jetzt? Du machst das auch, glaube ich.
Nur wenn die Studios auf sind, die trainieren und dann sagen, und wenn die uns Auflagen geben, dann sagen wir, okay, ihr müsst ab 31.08. muss unser Verband dann ein kleines Städtchen bauen irgendwo mit lauter WGs drinnen. Ja, aber wisst ihr, was ich glaube, so eine Soap über ein Fitnessstudio, das wäre bei einem mega, ne? Weil ich weiß ja, das ist bei euch ja bestimmt auch so, weil ich meine, gut, mit Fit gehen die mit Kopfhörern rein und raus, aber bei uns ist es doch so, ey, da gibt es so viele Geschichten, wenn ich mir überlege, was da alles abgeht, wer mit wem schreibt, wer das macht, wer über wem was erzählt, ich finde das voll crazy, ne? Also ja. Sowas. Stefan, vielleicht ist es auch nicht ganz so gut für die Werbung. Wenn die das schon im Vorhinein wissen, wie es da abgeht, dann kommen die gar nicht mehr ins Fitnessstudio. Nach einem Jahr. Aber das ist doch eigentlich das Interessante. Das ist doch, also das finden die Mitglieder auch cool. Den Vorgänger von deiner Soap, den gab es schon. Echt? Überleg mal. Und zwar ganz, ganz früh. Und zwar hat da der Arnold Schwarzenegger mitgespielt. Das war schon damals so ähnlich aufgemacht. Erinnerst ihr euch? Wie heißt der Film mit Arnold Schwarzenegger, den jeder gesehen haben muss? Pumping Iron. Pumping Iron. Da waren doch auch diese ganzen, alle möglichen stimmt, Sachen. Wir drin. Waren ja auch alle zusammen, stimmt. Ja. Das war eigentlich schon gar nicht so weit weg, Stefan, mit deiner Idee. Ja, aber sowas wird doch bestimmt, weil der Hype ist ja eigentlich voll da. Ich wundere mich, warum noch keiner drauf gekommen ist. Okay, dann machen wir es so. Wir canceln alle Veranstaltungen und kaufen uns einen Fernsehsender. Wie kriegen wir den bezahlt? Ach, wir machen das alles so via Skype und machen einfach jetzt eine Sorb. Genau. Auch nicht schlecht. In Zeiten, schlechte Zeiten machen wir andere Sachen draußen. Ja, ich meine, wo wir gerade so am Lästern sind, meine Frau hat vielleicht nichts mit dem Sport zu tun, aber mit dem Thema Abstand bei dem Thema, wo wir gerade sind. Meine Frau ist heute, sie arbeitet ja in der Arztpraxis und ist heute auf die Arbeit gefahren. Und dann war da zufällig ein Unfall und da haben zwei Leute, die da gestanden, die bei dem Unfall beteiligt waren und zwei Polizisten, die fahren immer zu zweit rum, in der Streife. Die zwei Leute, die beteiligt waren am Unfall, die hatten eine Maske an und die Polizisten hatten keine Maske an. Und die Polizisten haben aber auf 50 Zentimeter an diesen Leuten dran gestanden. Und dann ist meine Frau vorbei und sagt, Entschuldigung, darf ich mal was fragen, brauchen Sie keine Maske? Was soll die Frage, sagt der Polizist. Das wollte ich gar nicht beantworten. Haben die keine Maskenpflicht, wenn die draußen rumrennen? Hat das was mit Autorität zusammen? Und müssen die keinen Abstand halten? Wisst ihr da was? Ja, die Politiker tragen auch keine Masken daher. Ist das, ich kenne mich nicht jetzt aus, ich bin kein Polizist, aber vielleicht hat jemand im Bekanntenkreis und hat sowas erzählt, ist da auch nichts von. Also im Freien musst du ja keine Maske tragen, oder? Also ich trage im Freien keine Maske. Aber dann hättest du doch wenigstens Abstand halten müssen, oder? Vielleicht waren die frech, die anderen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Zurück zum Sport. Wir haben es vorhin kurz gesprochen, Oktoberfest wird nicht stattfinden, also das einarmige Reisen in der 1-Liter-Klasse wird nicht stattfinden in diesem Jahr. Und kurz danach, FIBO war eigentlich geplant oder ist mal angedacht worden. Glaubt ihr, die FIBO wird stattfinden? Ich weiß jetzt zum Beispiel von der Gamescom, die ja auch im Mitte, Ende August stattfindet. Abgesagt. Die ist auch abgesagt und das ist ja auch eine Riesenmeisterschaft. Köln Messe auch. Also daher die Parallel. Ja. Jetzt FIBO. Schaut so aus. Tja, schwer zum sagen. Sind alle Spekulationen, aber ja. Die sagen ja alles ab dieses Jahr, so wie es ausschaut. Ich meine, ich habe mit einem Veranstalter gesprochen, der macht das ganze Jahr, ist der unterwegs und macht Veranstaltungen und der rechnet nicht damit, dass er dieses Jahr noch was hat. Weil den haben schon, der hat 60 Leute beschäftigt, das ist eine Katastrophe. Das glaube ich. Alle in Kurzarbeit wahrscheinlich. Ja. Also die Veranstaltungsfirmen, die ich kenne, die haben bis Ende des Jahres alle die denken, dass das bis Ende des Jahres gar nichts geht. Irgendwie. Also ich hoffe nicht, dass es so ist, aber gibt sich Wahrheit. Ich meine, wenn das Schlimme an dieser ganzen Situation für uns, ihr habt es vorhin schon mal gesagt, das ist das Ungewisse. Ja. Wenn einer würde uns sagen, hört mal zu, Leute,
oder würde eigentlich, es betrifft ja nicht nur uns, ja, aber ja, wir reden jetzt eben über unseren Sport, sondern es betrifft ja andere Themen auch. Wenn die Politik hergehen würde, würde ganz klipp und klar sagen, das ganze Thema wird so weiterlaufen, die nächsten 8 Monate, 10 Monate, dann weißt du, wie du dich konzeptionell vielleicht mit einer Meisterschaft ausrichten kannst. Dann lohnt sich ja, das, andere Konzepte zu erarbeiten, ja, in eine andere Richtung zu gehen. Wenn wir diese Information hätten, wären wir ein ganzes Stück weiter. Und das Schlimme ist, wie vorhin die Frage, es ist halt alles so spekulativ. Ne? Wir stehen in den Startlöchern, scharren mit den Hufen und warten, dass jetzt einer kommt und sagt, ihr dürft wieder. Und vor allem, wie dürfen wir wieder? Wie sieht das aus? Die Politiker haben wir selber keinen Plan. Also das Schlimme ist ja, dass du am 6. Mai ist wieder Sitzung hier und dann erfahren wir wieder und dann ist theoretisch am Montag zugeöffnet, am 11. Theoretisch, also ist es dann so. Dann musst du ja also praktisch... Ich denke, wir haben ja heute schon... ...6 Tagen hier alles da Schiff machen. Dora, was hast du gesagt? Haben die nicht heute auch schon Besprechung? Heute am 30. ist doch schon das erste Treffen. Ja, das war schon... Ja, ich glaube, nur null Geschichten. Und dass die Tierparks und solche Sachen wieder aufmachen. Das glaube ich, ist also bei mir wäre das kein Problem. Ich könnte morgen aufmachen. Ich habe jetzt 4 Wochen gemalert und renoviert. Ja, also bei mir ist volle Baustelle. Volle Kanne. Also normalerweise könnte ich ja meinen Strongman-Stützpunkt auch wieder aufmachen, weil wenn Tierparks erlaubt sind, dann darf ich mit meinen Jungs auch wieder trainieren. Das stimmt eigentlich. Da müssen wir dir nicht geben. Ja. Die Muskeltiere. Wir haben schon Mitglieder geschrieben, ich soll eine Religionsgemeinschaft aufmachen, dann können mindestens 50 Leute auf einmal zum Training kommen. Jawohl. Genau. Weil ja, die dürfen sich wieder versammeln. Ja. Also das finde ich vielleicht voll schlimm, ja, dass so 50 Leute da versammeln dürfen und das früher dann. Ja. Ja, wo ist die Lobby? Ja, das ist ein Thema, da hast du es jetzt richtig gesagt, Nora. Haben wir eigentlich gar nicht in unserem Sport, ne? Nee. Dass wir einen Verband haben in der Richtung, wir machen die Verbände. Doch, der DSSV macht schon viel. Ja, aber Lobbyarbeit? Der Kamberovic. Ja, auch Lobbyarbeit? Ja, ich kriege ja jedes Mal meine ganzen Abschriften von denen. Der Refit ist da schon sehr auf Zack, muss ich sagen. Okay. Aber natürlich ist es das Problem, der ist natürlich jetzt, viele Leute sind in diesem DSSV nicht mehr, weil es ein sehr hoher Beitrag ist. Und hat jeder gesagt, brauche ich nicht, obwohl ich sagen muss, also ich habe ja mit Refit auch schon über 25 Jahre, der ist da wirklich sehr, ob das um Tarife gegangen ist, er hat es durchgebracht mit dem Sport- und Fitnesskaufmann lernen, das hat alles der DSSV gemacht. Und jetzt bekomme ich mindestens 2-mal in der Woche, ich kriege die Briefe, was die an die Frau Merkel schicken, den öffentlichen Brief und die ganzen Sachen, kriegt man in einer Tour. Sie bitten natürlich jetzt auch darum, dass die Leute wieder eintreten sollen in diesen Verband, dass sie noch mehr machen können, ne? Weil sie natürlich vom Geld her nicht mehr so sind. Die verlangen, glaube ich, 60 € im Monat. Aber ich sage, der hat Gemma-Gebühren damals runtergebracht. Der hat den Sport- und Fitnesskaufmann-Beruf durchgebracht. Der hat so, ja, Tarife kann man nicht sagen, aber irgendwie, wie man die Angestellten bezahlt, einfach eine Richtlinie. Mhm. Und also der macht schon viel Lobbyarbeit, ist viel in der Politik mit drinnen und so weiter. Also Refit Kamberovic und die Birgit Schwarze machen das schon super. Mhm. Ja, wieder was, hat sich schon wieder gelohnt. Weil was Neues gelernt. Das ist immer gut. So Leute, wie machen wir jetzt weiter? Wir hoffen jetzt und warten ab, was die Bundesregierung für eine Salamitaktik fährt. Lassen uns scheibchenweise informieren. Alles andere bleibt uns gar nicht übrig. Meine, das Erste ist, dass die Studios auch machen müssen, denke ich. Ja, ohne das gibt es keine Wettkämpfe. Das stimmt. Und dann können wir uns mal wieder treffen und sagen, okay, jetzt müssen wir mehr mit der Meisterschaft irgendwie, wenn wir, ich würde sagen, August oder so, können wir vielleicht mehr sagen. Ja. Vorher nicht. Sobald wir was wissen, könnten wir ja nochmal uns zusammen telefonieren und vielleicht die Leute draußen informieren. Ja. Könnten wir nochmal machen, wenn es dann noch so wird, dass wir uns aneinander erinnern.
Und wenn der Stefan dann... Also an dich erinnere mich auf jeden Fall, Lambert, von dir sehe ich so viel in Instagram, ständig. Ja, der hat ja nichts mehr zu tun. Ja. Der sitzt den ganzen Tag bei seiner Frau zu Hause und die wird auch schon genervt sein. Und dann muss er sich... Zwinger, seine Frau zu kochen, seine Tochter zu kochen, dann sagt er, ey, was ist los? Ich habe heute nichts zu posten. Was, hier, ich habe nichts zum Essen. Hey, warte. Schatz, stimmt das? Ja. Aus. Das ja, auch, ja, das ist wie auflaufen. Das ist Liebe. Also, ja, wenn wir nichts mit Meisterschaften machen können, dann wird der Stefan eine Soap langsam dann bringen. Dann das, machen wir durch. Das ziehen wir durch. Ich mache dann mit bei der Häusler-Soap oder wie nennen wir die? Du bist halt der Chefkoch von der Ding. Das, genau. Jawohl, jawohl. Das Studio. Genau, ich krieg dann so eine Chefkochmütze wie damals der Thomas Gottschalk bei der Ruby Goldberg in dem Film. Ja, du machst dann für das Videos mal beim Dschungelcamp, weißt du, wenn die dann immer alle irgendwas essen müssen. Ja, du musst dann du kochen. Aber du musst aber dann auch das essen, was ich koche. Ja, ich mache nicht mit bei der Show. Ja, ach so, klar. Ach, nee, das ist ja, also, aber ich hätte einige lustige Typen, die da mitmachen können. Wie Stefan Wender musst du auch dabei sein. Sonst sind wir alle raus, das wird nichts. Der Heinz macht immer die Sporttests, die müssen ausführen, die Krafttests. Gibt es Geschicklichkeit, Kraft- und Ausdauertests? Musst du immer Spiele machen bei jeder so Dinger oder bei jedem Ding. Genau, wenn einer was nicht schafft, fliegt er raus. Ja. Und ich bin die Rechnerin, ich tue dann die Punkte zusammenrechnen. Ich hole es halt immer, wer wird rausgeschmissen und wer nicht. Genau. Du bist der Soap Big Brother. Du kommentierst ja, das. Dann tun wir den Jota noch einladen. Ja. Sebastian Jota, der kommt bestimmt. Genau. Der nimmt alles mit, der nur für Einschaltquoten sorgen auf jeden Fall. Ja, den können wir mal in so eine Beinpresse reinpressen. Reinklemmen. Ja. Mal gucken, was wir brauchen wir ja. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, dann hoffen wir jetzt alle, dass die Studios bald öffnen, dass wir was Neues zu berichten wissen, dass wir vor allem allen da draußen, nicht nur wir, allen da draußen vorbereitet sind, genauso gut wie ihr es vorbereitet seid, auf den kommenden Startschuss und dass unsere Mitglieder dann bald wieder Freude haben können am Training, würde ich sagen. Ja. Ja. Und dann, wir bleiben in Kontakt. Wir machen ein neues Video, sobald wir mehr wissen. Und ansonsten für alle da draußen, denen das gefallen hat, lasst ein Like da, macht ein Abo, betätigt die Glocke für den nächsten Video. Vielen Dank, Dora, vielen Dank, Heinz und vielen Dank, Stefan. Alles klar. Dankeschön. Macht's gut, bleibt gesund. Bleibt alle gesund. Tschüss. Ciao. Ja,